Das ist der Weißkirchen-Schwarzwildlocker. Das Mundstück ist aus Kirsche. Kirsche ist bekannt, dass es den Klang besonders gut wiedergibt. Und so haben wir fast alle Instrumente aus Kirsche gebaut. Ein weiterer großer Vorteil ist dieses weiche Gummiteil, also dieser weiche Gummischlauch. Er klappert nicht so sehr, wenn er ans Kanzelholz anschlägt oder an die Leiter. Man kann es bewegen, man kann hier schön das zusammendrücken, wenn man die Frischlingsquietschlaute oder den Angstschrei der Sauen machen soll. Aber den soll man nicht so oft machen, da komme ich später noch drauf. Man muss immer bedenken, ein Wildschwein ist gesellig und neugierig. Und das kann man ausnutzen. Wenn irgendwo eine Sau grunzt, dann wollen die anderen sehen, wer ist da. Funktionieren tut es meistens nicht, wenn eine Rotte mit ungefähr 17, 18, 20 Stück, wo die ganze Infrastruktur in Ordnung ist, wo Leitbachen dabei sind, Beibachen, Überläufer, Frischlinge, die interessiert oft eine andere Sau nicht mehr. Aber ganz hervorragend ist es so im März, wenn die Bache die Frischlinge abstößt, und das wären ja jetzt Überläufer, die wissen im ersten Moment überhaupt nicht wohin und die wollen irgendwo Anschluss finden. Und die kann man hier am helllichten Tag im Wald mitlocken. Und das geht so. Sie sehen meine Handbewegung. Ich dämme nur den Ton etwas, weil die Sau den Wurf immer Richtung Boden hat und das klingt etwas abgedämpft. Und man kann nicht so rufen, als wenn man durch einen Hirschruf bedient. Das geht nicht. Also immer das Schlauchende nach unten halten, wenn man auf einer Hochsitzleiter sitzt oder auf einer Kanzel, auch aus der Luke raus und das Ganze nach unten halten und dann immer leicht abdämmen. Nicht ganz zuhalten, kommt auch nichts raus, sondern nur leicht abdämmen. Das Mundstück führt man in den Mund ein, nicht wie ein Jagdhorn, nicht so oder auch nicht so, sondern leicht mit den Lippen über den ersten Wulz. Oft kommt die Frage, wie oft kann man das hintereinander machen? Da kann ich nur empfehlen, gehen Sie mal in einen Wildschweinpark, in einen Saupark, hören sich die Sauen an, die grunzen ständig, wenn sie am Brechen sind. Hier sehen Sie gleich, wie die Sauen reagieren, wenn Sie rufen. Sie merken sich sofort die Originaltöne der Sau und das bleibt dann für immer in Ihrem Gedächtnis haften. Und so funktioniert das am besten für Sie. Immer in unregelmäßigen Tönen die Luft hineinstoßen. Man kann auch den Dammhirsch damit locken. Jetzt macht man genau das, was man eben nicht machen sollte. Jetzt öffnet man die Hand. Man fängt so an. Dann kann man noch den Kaffernbüffel mitmachen. Hat man schon mal im Fernsehen gesehen, wenn der wütend ist. Dann bläst er und brummt und schacht dann mit dem rechten Vorderlauf und dann wird es Zeit, dass man verschwindet oder schießt, dann wird die Sache gefährlich. Der Grunz, der brummt so ganz regelmäßig.